Hallo Zajo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Toni und die anderen kleinen Busse hatten viel Spaß im Depot. Vorsicht! Genau so! Wow. Wow. Endstand! Wow! Echt toll! Perfekte Punktzahl! Ich bin ziemlich gut! Du kannst das so gut, Toni! Ja! Es ist einfacher, wenn man sich an die Verkehrsregeln hält. Ich frage mich, warum Lani zu spät kommt. Sie kommt bestimmt bald! Ich helfe dir, Big. Toni freut sich über seine heutige Lieferung. Ist die Ampel rot, tritt auf die Bremse. Zum Spurenwechsel schaltest du die Signallampe ein. Wenn du die Regeln nicht befolgst, machst du Fehler. Du bist sicherer, wenn du fährst, wie ich es sag. Hä? Oh, das ist ein Containerfahrzeug. Er heißt Big. Oh, du bist über die Haltelinie gefahren, Big. Hä? Wirklich? Für Fußgänger ist es gefährlich, wenn wir über die Haltelinie fahren. Das tut mir ja wirklich leid. Danke fürs Bescheidgeben. Sei nächstes Mal vorsichtiger. Okay, das werde ich. Oh. Tayo. Oh, hallo Toni. Ihr seht alle so glücklich aus. Was ist der große Anlass? Ja, alle jungen Busse können heute früher Schluss machen. Wir feiern dann später eine Party im Busdepot. Ich verstehe. Toni, du solltest auch kommen. Je mehr, desto besser. Ich kann nicht. Ich muss heute viele Lieferungen machen. Oh, das ist ja schade. Ich könnte es schaffen, wenn ich mich beeile. Wirklich? Ich hoffe, du schaffst es. Gut, bis später dann im Busdepot. Okay. Oh, ich muss mich also beeilen. Papa, Papa, wann genau wird mein kleiner Spielzeugbus geliefert? Ich kann es kaum erwarten, damit zu spielen. Er kommt bald. Oh, sieh mal, da ist er. Die Lieferung ist da. Ich freue mich riesig. Warum wartet ihr hier draußen? Weil mein Sohn es nicht abwarten konnte, mit seinem Spielzeugbus zu spielen. Ich verstehe. Jetzt kann er so viel damit spielen, wie er will. Ich frage mich, in welchem Paket das Spielzeug ist. Es ist gefährlich, das ganze Gepäck auf einmal zu tragen. Ich sollte ihn sofort warnen. Toni, welches Paket ist für uns? Oh, ja. Es müsste dieses sein. Oh, okay. Ja! Ich muss jetzt los. Hey, das ist gefährlich. Warte. Er scheint beschäftigt zu sein. Papa, schnell, mach es auf. Okay. Was ist das? Das ist nicht mein Spielzeugbus. Ich bin mit der Arbeit fertig. Jetzt fahre ich nach Hause. Oh, was ist denn los? Toni hat uns vorhin ein Paket geliefert. Aber er hat uns das falsche Paket gegeben. Es war ein Geschenk für meinen Sohn. Was mache ich nur? Toni. Wir brauchen das richtige Paket von Toni. Aber er ist schon weg. Gut. Ich suche Toni und sag ihm Bescheid. Wirklich? Ist das wirklich okay? Ich bin gerade fertig mit meiner Arbeit. Kein Problem. Ich überlasse es dann dir. Danke. Danke, Herr Big. Keine Lieferungen mehr. Ich bin schneller fertig, als ich dachte. Ich muss zum Depot fahren. Toni! Toni! Big? Da bist du ja. Ich habe dich gesucht. Du hast mich gesucht? Warum? Du hast das falsche Paket geliefert. Was? Das glaube ich nicht. Da hast du falsch gedacht. Der kleine Junge sollte einen Spielzeugbus bekommen. Einen Spielzeugbus? Oh, du meinst... Oh, okay. Ja! Oh nein! Du musst dich beeilen. Ich glaube, sie warten. Wenn ich jetzt dorthin zurückfahre, komme ich zu spät zu Tayo.
Was meinst du? Oh, ich war auf dem Weg zur Party im Depot. Ich habe wohl keine Wahl. Oh. Es war mein Fehler. Tja, soll ich es ausliefern? Wirklich? Klar. Geh doch einfach mit deinen Freunden im Depot spielen. Oh, Big, ist das wirklich okay? Ja, ich bin sicher. Überlass das mir. Vielen Dank. Kein Problem. Tayo, der kleine Bus. Juhu, es ist ein Spielzeugbus. Brumm, brumm, brumm. Danke, dass du es uns gebracht hast, Big. Gern geschehen, kein Problem. Dann fahre ich jetzt los. Tschüss. Bis dann, Herr Big. Vielen Dank. Ich freue mich, dass der Junge glücklich ist. Hä? Was ist mit all den Autos? Sieht nach viel Verkehr aus. Toni und die anderen kleinen Busse hatten viel Spaß im Depot. Vorsicht. Genau so. Wow. Endstand. Wow. Echt toll. Perfekte Punktzahl. Ich bin ziemlich gut. Du kannst das so gut, Toni. Ja. Es ist einfacher, wenn man sich an die Verkehrsregeln hält. Ich frage mich, warum Lani zu spät kommt. Sie kommt bestimmt bald. Kommt schon, wir spielen jetzt Verstecken. Ja, super. Hier sind zu viele Autos. Ich muss auf der breiten Straße fahren. Kann ich mich reinschleichen? Auf geht's. Das war aber knapp. Oh, tut mir leid. Oh, was mache ich nur? Hier ist einfach zu viel Verkehr. Also, los geht's! Worauf wartest du denn? Warum bewegst du dich denn nicht? Das ist gar nicht gut. Warum ist hier so viel Verkehr? Die anderen Busse sind bestimmt schon im Depot. Hä? Das ist Big. Big! Oh, hi, Lani. Was machst du denn? Ich wollte mich in die Spur schlängeln, aber beim Versuch bin ich hier stecken geblieben. Oh nein! Wie kommst du da raus? Komm schon, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ups, es tut mir leid. Entschuldigung, Big, ich muss zuerst fahren. Oh, okay. Ich hab dich gefunden. Oh, du hast mich erschreckt. Ich habe alle gefunden. Ich dachte, du würdest mich dort nie finden. Toni hat Tayo also gefunden. Oh, sieh mal, da ist Lani. Oh? Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Lani! Hallo! Toni ist auch hier? Ja, ich bin nach der Arbeit gekommen. Warum kommst du so spät, Lani? Es war dichter Verkehr. Aber ich mache mir wirklich Sorgen um Big. Es waren so viele Autos auf der Straße, dass er sich nicht bewegen konnte. Big? Ja, ich wollte helfen, aber ich konnte nichts tun. Moment, steckt er etwa meinetwegen fest? Was meinst du? Ich habe einen Fehler gemacht und Big hat etwas für mich ausgeliefert. Ich muss Big helfen. Toni! Weiter uns! Meine Güte! Meine Güte! Seht euch diesen riesigen Verkehr an! Wo könnte Big sein? Er ist dort drüben. Bei dem Tempo kommt er nie in Gang. Bitte fahrt alle aus dem Weg. Der Laster da drüben steckt fest. Bitte macht Platz. Wie lange dauert das denn noch? Keiner hört mir zu. Ich muss irgendwie ihre Aufmerksamkeit erregen. Toni, tu doch etwas. Ich hab's! Ich weiß genau, was ich tun muss. Wenn du hupst, erregen wir ihre Aufmerksamkeit. Und dann kann ich den Verkehr lenken. Okay, Toni. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei! Tün, 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 tün
Es ist schlimm, wenn der Verkehr blockiert ist. Man muss langsam fahren, es ruiniert deine Pläne. Wir müssen alle irgendwo hin. Wenn du los willst, hör mir besser zu. Denk mal an andere, erhält es den Tag. Legen wir los, dann fährt jeder, wohin er mag. Sag Verkehrsordnung! Verkehrsordnung! Sag Verkehrssicherheit! Verkehrssicherheit! Yeah! Wow! Ich kann mich bewegen. Endlich konnte sich Big bewegen. Wir haben es geschafft. Danke für eure Hilfe. Klar, wofür sind denn Freunde da? Ich bin froh, dass es keine Unfälle gab. Es tut mir leid, Big. Wenn ich nur das richtige Paket geliefert hätte. Mach dir keine Sorgen. Du weißt, ich helfe meinen Freunden doch immer gerne. Aber ich habe mir Sorgen gemacht. Wie auch immer. Danke nochmal. Hey, willst du mitsingen, während wir fahren? Singen? Ich? Ja, folge mir, Big. Yo, ist die Ampel rot, tritt auf die Bremse. Ist die Ampel rot, tritt auf die Bremse. Yo. Netter Versuch. Ich kann nicht gut singen. Versuch's nochmal. Ist die Ampel rot, tritt auf die Bremse. Es ist schön zu sehen, dass Toni und Big einander helfen. Toni war so dankbar für Bigs Freundlichkeit. Ein arbeitsreicher Nachmittag. Die Baustellenfahrzeuge schuften hart. Gut gemacht, Poco. Leute, machen wir Feierabend? Ja, genug für heute. Gute Arbeit, alle zusammen. Wir sind ganz schön schmutzig. Ich muss echt hart gearbeitet haben, so wie ich aussehe. Was redest du da? Guck dir mal den ganzen Staub an meinem Hinterteil an. Wir haben ganz schön rangeklotzt. Und jetzt ab unter die Dusche. Das hat gut getan. Endlich wieder sauber nach so einem harten Tag. Da hast du recht. Was ist los, Chris? Was nicht? Mit der Fahrbahn stimmt was nicht. Seht euch das an! Ein riesiges Schlagloch. Das ist ganz schön gefährlich. Sollen wir es schnell reparieren? Na klar! Das sieht wieder gut aus. Das sollte fürs Erste halten. Gut gemacht, Chris. Aber Chris, du siehst wieder schlimm aus. Tja, so ist das eben. Ich gehe mich einfach noch mal waschen. Fühlt sich gut an, für die Gemeinschaft was zu tun. Alle sind bestimmt sehr dankbar. Wie eklig! Oh, das tut mir leid. Hey, ich bin gerade frisch gewaschen. Verdufte! Du solltest mal lieber Abstand halten. Ist ja wirklich unglaublich dreckig. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die sind so gemein. Ich tue das doch alles für sie. Ganz herzlichen Dank. Ich bin so erleichtert. Ich weiß nicht, was ich ohne sie gemacht hätte, Frank. Ich bin froh, dass niemand verletzt worden ist. Frank ist einfach großartig. Da hat er recht. Frank ist wirklich Frank. Krass. Ich hab doch nur meinen Job gemacht. Chris, hallo! Hallo, Tayo! Da wären wir! Danke, Tayo! Ohne dich wäre ich viel zu spät gekommen. Genau. Danke, dass du uns jeden Tag fährst. Es war mir eine große Freude, jederzeit wieder. Die Busse sind bei allen beliebt. So viel Anerkennung und Wertschätzung für sie. Und wo bleib ich? Am nächsten Tag auf der Baustelle. Die Fahrzeuge sind wieder schwer im Einsatz. Pass gefälligst auf, Chris. Das war knapp. Oh,
Tut mir leid. Chris, kannst du bitte mehr Zement herbringen? Okay. Hätte ich doch einen Job, den die Leute mögen. Chris! Was machst du denn da? Oh, das tut mir leid. Du musst dich mehr konzentrieren bei der Arbeit. Machst du dir um was Sorgen, Chris? Ich glaub, niemand mag uns für das, was wir tun. Was? Aber was redest du denn da, Chris? Wir machen doch einen wichtigen Job. Ja, aber... Entschuldigung. Ja, bitte? Ich komme von der Stadtverwaltung. Stadtverwaltung? Vielleicht gibt es ein Lob für uns. Wissen Sie, also, es geht um den Lärm von der Baustelle. Wir haben Beschwerden aus der Nachbarschaft erhalten. Was? Außerdem beklagen sich die Anwohner über den vielen Staub. Bitte kriegen Sie das in den Griff. Verstehe. Das war uns nicht klar. Kein Problem, das bekommen wir hin. Ein Kompliment war das nicht. Okay, ich verlasse mich auf Sie. Ist das staubig. Ihr habt's gehört. Sind wir eben vorsichtiger. Okay. Warum sollen wir vorsichtig sein? Weil Leute sich beschwert haben. Wir arbeiten so hart und als Dank immer nur Gemecker. Ich hab keine Lust mehr. Hey, Chris. Was hat er denn? Jetzt suche ich mir einen neuen Job, den die Leute mögen. Na ja, was könnte das sein? Das ist es! Tayo, der kleine Bus! Ich würde gerne Feuer löschen. Chris so wie versucht, einen Job außerhalb der Baustelle zu finden. Was? Du, ein Löschwagen? Ja, als Feuerwehrwagen kann ich vielen Menschen helfen. Und ich bekomme Komplimente. Aber Chris... Wollen wir eine Probe machen? Warum nicht? Ich habe schließlich auch einen Wassertank an Bord. Ha, komische Idee. Stell dir vor, das ist ein Feuer. Lösch es mit Wasser. Kein Thema. Chris, du kannst kein Feuer löschen mit so einem Strahl. Ich such was anderes. Chris will es als Paketbote probieren. Geschwindigkeit bedeutet alles. Du musst dafür sorgen, dass die Pakete pünktlich ankommen. Das ist kein Problem. Ich fahre auch mit ordentlichem Tempo. Oh, da vorne wartet unser Kunde. Hier, hier! Okay, diesmal mache ich meine Sache richtig gut. Hallo. Hallo. Hier kommt Ihr Paket. Oh, Sie arbeiten auch für den Kurierdienst? Genau, und hier kommt schon Ihre Sendung. Ja. Was ist das denn? Total kaputt. Oh, Entschuldigung. Ach, Chris, du kannst kein Streifenwagen werden. Dazu bist du zu groß und zu schwer. Aber wo willst du denn Fahrgäste unterbringen? Hubschrauber? Aber du kannst doch nicht fliegen, Chris. Oh je, Chris schafft es einfach nicht, einen neuen Job zu finden. Ich vermisse meine Freunde. Sie haben bestimmt schon Feierabend. Sie arbeiten noch um diese Zeit? Was machen die denn da wohl noch? Jetzt fehlt nur noch der Zement, dann sind wir fertig. Aber wie schaffen wir das ohne Chris? Das kriegen wir schon hin. Ich mach das. Und schwupps. Oh nein. Was tun wir denn jetzt? Sie sind in Schwierigkeiten und das wegen mir. Nein. Nein, keiner hat Wertschätzung für uns übrig, obwohl wir so hart schuften.
Ich möchte einen coolen Job. Hä? Dieses Haus? Chris, bring mal Zement rüber. Und Tee? Achtung, Konzentration! Wie aufregend, unser erster Hausbau. Oh ja, hoffentlich macht ihr keinen Fehler. Wie stolz wir sein können, wenn dieses Haus erstmal fertig ist. Das wird sicher großartig. Das war das erste Projekt mit meinen Freunden. Papa? Oh. Wollen wir heute essen gehen? Okay. Go. Chris? Chris, bist du das? Wie geht's dir denn? Ach, soweit gut. Magst du Hallo sagen? Guten Abend, hallo. Oh, hallo. Das ist Chris. Er hat unser schönes Haus gebaut. Wow, unser Haus? Ja. Oh, wow, du bist toll, Chris. Danke. Chris, es ist schön, dich zu sehen. Wir wollten dir schon immer mal Danke sagen. Wir danken? Für was? Danke an euch alle für dieses Haus. Wir sind unheimlich glücklich, hier zu leben. An uns alle? Ja, ihr habt uns unser schönes Familiennest gebaut. Und hier fühlt sich auch unser kleines Mädchen daheim. Danke, Chris. Wow, meine Arbeit macht Menschen auch glücklich. Endlich spürt Chris, wie wertvoll seine Arbeit für andere ist. Oh, so langsam mache ich mir Sorgen. Wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Was Chris wohl im Moment macht? Chris? Wieso seid ihr so spät dran? In diesem Tempo werden wir nie fertig mit dem Haus. Was? Wer hat uns denn im Stich gelassen? Wie bitte? Wovon redest du? Ich würde doch diesen tollen Job niemals hinschmeißen. Chris, also du. Sehen wir zu, dass wir endlich fertig werden? Auf jeden Fall. Wie schön, dass Chris wieder da ist. Er und seine Freunde erledigen eine schwere, aber wichtige Arbeit. Wir sind der Schwerlastzirkus. Menschen sind auf der Straße versammelt. Was ist denn hier los? Treten Sie näher, treten Sie näher. Sie sind alle herzlich zum Zirkus der Fantasie eingeladen. Wow, ein Zirkus. Okay, okay. Oh. Jeder nimmt sich eine. Oh. Warum sind dort so viele Bitte. Menschen versammelt? Oh, Tayo. Oh, kennen wir uns? Ich bin's. Joey, der Zauberer. Oh. Was? Das ist so erfrischend. Mit dem Kostüm war mir zu heiß, aber jetzt fühle ich mich wieder lebendig. Warum bist du eigentlich als Clown verkleidet? Oh, ich trete nächste Woche mit einem weltbekannten Autozirkus auf. Deswegen habe ich mich verkleidet. Tada! Joeys Zauberzirkus! Wow! Ein Zirkus? Das klingt toll! Es macht wirklich viel Spaß, also kommt vorbei! Ja, natürlich! Okay, bis später dann! Viel Glück! Alles klar! Okay, ich muss jetzt weiter Werbung machen. Oh? Hallo? Hallo, Herr Zirkusdirektor. Was gibt es? Was? Sie können nicht kommen, weil eines der Autos verletzt wurde? Wann können Sie denn kommen? Was? In einem Monat? Oh nein, was mache ich bloß? Ich habe schon der ganzen Stadt erzählt. Jungs, wir machen eine Pause. Okay. Es ist ziemlich langweilig, wenn man immer nur arbeitet. Können wir nicht etwas Lustiges machen? Etwas Lustiges? Wie wär's damit? Soll ich es auch versuchen? Die Sache ist gelaufen. Jetzt werden alle denken, dass ich lüge. Seht mal! Oh? Was ist das denn? Oh! Juhu! Wow! Hey! Bist du nicht Joey der Zauberer? Was machst du denn hier? Sag mal, habt ihr Lust, einem Zirkus beizutreten? Was? Wovon redest du? Ihr seid alle sehr talentiert. Wir können bestimmt eine tolle Zirkusnummer präsentieren. Sehr talentiert?
Sind wir? Das machen wir. Das wird bestimmt lustig. Das klingt toll. Wir versuchen es. Sollen wir es mal ausprobieren? Ich bin dafür. Okay, dann fangen wir morgen mit dem Training an. Okay. La la la, la la la. Oh! Hallo! Oh. Tayo! Wo fahrt ihr denn alle hin so früh am Morgen? Ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt schon sagen kann. Aber wir werden in einem Zirkus auftreten. Ein Zirkus? Oh, ist das Joeys Zauberzirkus? Ja, stimmt genau. Wir sind offenbar sehr talentiert. Wow, das ist toll. Ich sehe es mir mit meinen Freunden an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Sind jetzt alle da? Dann können wir jetzt die Rollen festlegen. Zuerst Poco. Du nimmst den Barren. Billy scheint gut jonglieren zu können. Chris kann Dinge stapeln und drehen. Und Max kann durch Ringe springen. Oh, was? Das wird ein Spaß. Also, ich mache die Trapeznummer. Alles klar, jetzt schwing dich hoch. Okay. Das war nicht richtig. Jetzt versuche ich mal meine Nummer. Du bist ziemlich gut. Okay, jetzt versuch es mit mehr Bällen. Gut. Was? Billy! Es tut mir leid. Keine Sorge. Übung macht wie bekanntlich den Meister. Packen wir es an, Freunde. Okay. Die fleißigen Lastwagen trainieren jeden Tag. Autsch! Freunde, wisst ihr schon das Neueste? Die Schwerlastwagen treten mit Joey in einem Zirkus auf. Ein Zirkus? Wovon redest du? Wie können Schwerlastwagen in einem Zirkus sein? Das weißt du nicht? Joey hat sie gebeten, aufzutreten, weil sie so talentiert sind. Wirklich? Das müssen wir uns ansehen. Wir können uns das zusammen ansehen. Ja! Ja. Sie trainieren bestimmt alle fleißig. Oh Mann, ich bin so müde. Macht weiter so, Freunde. Wir haben nur noch wenig Zeit. Ich brauche nur eine kurze Pause. Dann mache ich eine Werbeaktion und komme später wieder. Also ruht euch aus und trainiert dann weiter. Okay, verstanden. Joey ist zu streng. Üben, üben, jeden einzelnen Tag. Es macht keinen Spaß und es ist so anstrengend. Wie wäre es, wenn wir den Tag heute frei nehmen? Ja, Joey kommt sowieso erst spät zurück. Gut. Letztendlich haben die Lastwagen doch nicht den ganzen Tag trainiert. Tayo, der kleine Bus. Die Zirkusvorstellung ist in ein paar Tagen. Alle miteinander. Wir betrachten das als eine echte Aufführung und machen eine vollständige Probe. Okay. Kein Problem. Wie wäre es, wenn wir mit Poco anfangen? Okay. Toll! Okay. Wir machen es mit Feuer, genau wie in der echten Show. Okay. Was ist los, Max? Es sieht so heiß aus. Oh? Wie willst du das schaffen, wenn du so viel Angst hast? Kannst du es denn überhaupt? Was? Ihr habt auch Mist gebaut. Da hast du auch wieder recht. Das gibt's nicht. Die Shows in 2 Tagen. Was habt ihr bloß angerichtet? Das ist schwerer, als wir dachten. Dann hättet ihr fleißiger üben sollen.
aber das Üben ist so anstrengend. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gar nicht erst damit angefangen. Was? Wenn man so etwas macht, muss man es richtig machen. Wir sind nur gekommen, weil du gesagt hast, dass es Spaß macht. Ich halte das so nicht mehr aus. Okay. Genau. Gehen wir. Ja. Okay. Moment. Oh. Was sollte das werden? Das war eine reine Zeitverschwendung. Ich weiß. Hallo! Hm? Oh, Freunde! Ich habe gehört, dass ihr in einem Zirkus auftretet. Ich freue mich schon riesig. Ihr habt bestimmt viele tolle Tricks drauf. Ihr seid so stark. Ja, natürlich. Wow, ihr seid die Besten. Wir kommen alle. Viel Glück! Juhu! Warum sagt Ihnen keiner, dass wir nicht auftreten werden? Naja, wie kann man Ihnen das sagen? Das stimmt. War ich zu streng? Ich habe zu viel von Ihnen verlangt. Ich hätte freundlicher sein sollen. Ich sage die Vorstellung besser ab, bevor es zu spät ist. Joey! Hä? Freunde, warum seid ihr wieder da? Also, Es tut uns leid. Wir wollen wieder im Zirkus mitmachen. Wir werden von jetzt an unser Bestes geben. Was? Also, nachdem wir gegangen sind, haben wir die kleinen Autos getroffen. Wir wollen sie doch nicht enttäuschen. Ach, ihr. Also gut, tun wir unser Bestes, damit wir für die Show bereit sind. Ja! Okay, ich bin dran. Endlich ist es soweit für die Zirkuspremiere. Ich bin schon so aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch. Oh, seht mal. Meine Damen und Herren, willkommen zu Joeys Zauberzirkus. Wir beginnen mit Tricks aus dem Lastwagenzirkus. Ja! Er ist super! Wow. Toll! Ja. Kadabra! Ha! 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 Das war der Lastwagen-Zirkus! Ja. Danke euch allen! Wir haben es euch zu verdanken, dass wir es geschafft haben! Was meinst du denn damit? Eigentlich wollten wir aufhören, weil das Training zu hart war. Aber weil ihr uns vertraut habt, wollten wir weiter trainieren. Ihr wart großartig. Hey, was haltet ihr davon, mit mir Shows auf der ganzen Welt vorzuführen? Was? Das geht ja nicht. Die Lastwagen konnten dank der Unterstützung ihrer Freunde großartige Leistungen zeigen.